Ja, jetzt wieder ein neues Video zum Thema Kolbenringe diesmal. Hier ein Nicht-Miniatur etwas vergrößert, Kolbenring, dann kann ich euch das besser erklären gleich. Man sieht ja hier, das ist das Stoßspiel der Ringe und darum geht es bei den Kolbenringen, um das einzustellen. Und genau das zeige ich euch jetzt. Zuerst fangen wir mal mit einem Serienkolben an. Dass ihr das seht und versteht, Serienkolben, wenn man den bei Audi oder VW kauft, kommt in dieser Verpackung, schön verpackt. Da sind die Kolbenringe schon montiert. Man sieht, die bewegen sich auch schön da drauf, so wie es sein soll. In dem Fall ist es so, wenn die Kolbenringe von VW oder Audi schon montiert sind, ist das Einbau fertig. Ja? Da muss also kein Stoßspiel oder jenes kontrolliert werden oder eingestellt werden. Kolben neben, auf Pleu drauf, einbauen. Aber das ist Serienkolben. Serienkolben gibt es nur für Serienbohrung. Das heißt, wenn wir einen Block aufbohren aufs nächste Maß, gibt es keine Serienkolben. Anderer Nachteil ist natürlich, dass die Serienkolben nur für eine bestimmte Leistung ausgelegt sind. Da wir ja mit Ladedruck etc. höher gehen, fällt der Kolben raus. Der andere Punkt, warum wir keine Serienkolben verwenden, ist auch die Verdichtung. Man sieht das hier schön an der Mulde, zeige ich jetzt gleich. Dadurch, dass wir ja mehr Ladedruck fahren wollen oder auch müssen, für die höhere Leistung, müssen wir auch mit der Verdichtung runtergehen. Zur Verdichtung drehen wir dann noch ein separates Video, weil das fragt ihr auch oft. Man kann das aber hier an den Serienkolben, das ist zwar Golf 7 Kolben, aber man sieht das im Vergleich zu den anderen Kolben. Die Mulde hier ist relativ klein, ja? Das heißt das Volumen, was der Kolben hat, im Gegensatz zu, das sind ja jetzt JE Kolben, hier ist die Mulde wesentlich größer. Und dadurch, dass die Mulde wesentlich größer ist, haben wir auch weniger Verdichtung. Das nur am Rande. Serienkolben packen wir schon mal weg, das habt ihr jetzt gesehen. Kommen wir jetzt zu den Kolbenringen. Wir haben hier den Block, das ist 2 Liter TFSI, BWA Motor, aber das spielt auch keine Rolle, das ist alles gleich, BWA, CDL, AXX. Die unterscheiden sich nur in bestimmten Kleinigkeiten, das ist aber auch nicht so wichtig jetzt. Der ist aufgebohrt auf 83, also aufs erste Übermaß, Standardmaß ist 82,5. Jetzt haben wir Kolben, wir haben Kolben bekommen, in dem Fall sind das Kolben von JE. Bei den Kolben sind Kolbenringe dabei, die sind separat. Bei den Kolbenringen ist auch immer ein Ring Installation Guide dabei. Ja, da steht also genau drauf, was man eigentlich machen muss. Hier auch ganz wichtig, Ring and Gap. Ja, darum geht es, um dieses Spiel. Das ist mit das Wichtigste, was wir einstellen müssen beim Motorbau, speziell beim Kolben. Also außer, dass wir die vermessen, wiegen, inspizieren, ist das Einstellen des Ringspiels notwendig und es muss auch gemacht werden. Es muss nicht nur kontrolliert werden, es muss auch gemacht werden. Und zwar für jeden Zylinder individuell. Block ist gebohrt, ist fertig. Kolben und Ringe haben wir hier. Hier habe ich euch nochmal aufgemalt. Das ist also das Stoßspiel, was wir haben wollen. Hier mit unserem geilen Stapelring. Damit das mal ein bisschen größer ist. Wir machen auch zu jedem Motor, so wie es auch immer üblich ist, auch im Rennsport, haben wir in der Formel 1 auch so gemacht, immer ein Bildpaper, also ein Protokoll. Das sind alle Unterlagen, alles was in dem Motor verbaut wird. Hier haben wir zum Beispiel die Bohrung gemessen und kontrolliert, ja, also 83,00. Und fangen dann später an mit dem Ringspiel. Hier ist Ringspiel, Top, also oberster Ring und Mittelring. Das tragen wir dann alles hier ein. Und so haben wir dann alles protokolliert. Und wenn wir nach einem Jahr oder was auch immer gucken wollen, was haben wir denn für ein Ringspiel gefahren, können wir immer gucken. So können wir auch dem Kunden was vorlegen und zu sagen, hier, wir haben ein Ringspiel so und so eingestellt. Also wenn ihr auch selber auch einen Motor für euch baut, macht es auf jeden Fall Sinn, das zu notieren. So, fangen wir kurz mit den Ringen unten an, die Ölabstreifer. Der Ölabstreifer, der besteht ja aus drei Teilen. Einmal der dieser Federring, einmal dieser hier, und der hat dann noch einen oberen und einen unteren Stützring. Die kleben immer so zusammen, diese hier. Die sollte man eigentlich auch kontrollieren, machen wir aber nicht, weil aus eigener Erfahrung, ich glaube, stehen sie hier drauf, doch, All Ring Rails steht auch mit drauf. Aber das ist meiner Meinung nach nicht nötig, haben wir am Anfang oft gemacht, geguckt, kontrolliert, ist müsst ihr euch keine Mühe mitgeben. Generell, ich zeige euch aber nur so, wie ich das mache, wie wir das schon seit Jahren so machen. Klar kann man mehr machen,
Nur weniger sollte man nicht machen. Ich zeige jetzt einfach nur das, was wichtig ist, damit ihr das einbauen könnt und damit die Sache auch richtig funktioniert. Jetzt sehen wir hier die Kolben. Hier ist der Kolben, die habe ich mir schon bezeichnet mit der Einbaurichtung, wie die halt später eingebaut werden. Hier nochmal der Hinweis, Einlass sind die Taschen immer tiefer. So kann man sich das merken, die Einlassventile. Das bedeutet, dass in diese Richtung auch zur Steuerseite geht. Warum sind die tiefer? Weil bei Überschneidungs-OT Einlass öffnet und Auslass schließt ja. Und deswegen ist immer da am höchsten die Gefahr, dass das Ventil den Kolben berührt. Weil Ventil kommt ja doppelt so schnell an wie der Kolben. Nee, andersrum. Der Kolben kommt doppelt so schnell nach oben, wie das Ventil öffnet. Und da ist dann halt bei hoher Drehzahl die Gefahr, dass da was kollidiert. So viel am Rande. Jetzt Kolbenringe habe ich mir dann auch, ich mache immer so schöne Schälchen, wo ich die Kolbenringe reinschmeiße oder reinlege. 4, 3, 2, 1. Erster Ring. Der glänzt so schön. Und der zweite Ring ist eher dunkler. Die bestehen auch aus verschiedenen Materialien, weil die auch verschiedene Einsatzzwecke haben. Der erste Ring ist am meisten beansprucht. Das ist der Kompressionsring. Und der zweite Ring, der erfüllt so einen Zwischenjob zwischen dem Komprimieren und der Versorgung des Ölhaushaltes quasi an der Bohrung. Deswegen sind die aus verschiedenen Materialien und müssen auch dementsprechend ein bisschen anders behandelt werden. Also behandelt werden mit der Kolbenringfeile. Ich habe mir das auch schon so hier hingelegt, wie der Block schon da steht. Wenn wir uns den Block nochmal kurz angucken. Hier ist 1, 2, 3, 4. Hier ist die Einlassseite. Hier ist zum Beispiel ja auch die Wasserpumpe. Daran erkennt man, da ist ja der Steuerriemen, also der Zahnriemen. Das heißt, wir wissen, hier ist Zylinder 1. Oder man kann sich das auch merken, hier ist das Schwungrad. Kraftabgebende Seite gegenüber, also hier 1. Also ich empfehle, das alles so hinzulegen. Damit man sich später nicht irgendwie vertauscht und dann hat man 3 auf 2 oder sonst irgendwas. So hinlegen, wie es sein soll, dann passieren auch am wenigsten Fehler. Jetzt probieren wir den ersten Ring. Wir nehmen mal Zylinder 1. Die Kolbenringe haben auch eine Markierung. In dem Fall steht da eine Zahl drauf. N200 steht beim ersten drauf. Manchmal steht auch einfach nur Top drauf. Oder gar nichts und steht auch N200 drauf. Das heißt, wir wissen, das ist oben. Ja, das hat was damit zu tun, wie die Ringe sich später im Zylinder auch oder am Kolben drehen sollen. Die haben hier an der Seite so eine bestimmte Phase. Der eine hat die Phase oben und der andere hat die unten. Wir nehmen den ersten Ring, gehen damit vorsichtig zum Motor. Hier habe ich mir so ein Werkzeug gebaut aus Kunststoff, weil es wichtig ist, die Kolbenringe, wenn man die reindrückt, dass die auf einer bestimmten Tiefe sind. Die Tiefe ist nicht so extrem wichtig. Es ist wichtig, dass der Ring flach da drin ist und nicht schräg, so oder so, weil das verfälscht das Ergebnis. Wenn wir den Ring einbauen, dann müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil die Kanten sind scharf. Wir wollen ja die Laufflächen nicht beschädigen. Das heißt, wir gehen hin und dann drücke ich den hier zusammen, um halt mit diesem, da wo der offen ist, der Ring, und damit halt nicht die Bohrung zu beschädigen. Und jetzt vorsichtig mit dem Werkzeug reindrücken. Zack. Und dann weiß ich, der ist perfekt drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist der Spalt ist jetzt sehr klein. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Wenn ich jetzt hier meinen Superring nehme, dann wäre das ja ungefähr, wir sind jetzt ungefähr so. Ja, da ist auch ein bisschen drin. Jetzt ist natürlich die Sache, wir müssen später ungefähr auf so, also das weiß ich aus Erfahrung. Wir messen das Ganze jetzt mit der Fühlerlehre. Und warum machen wir das denn überhaupt? Ja? Die Hersteller, ob das jetzt JE ist, Mahle oder Wiseco, die liefern die Ringe aus für die bestimmte Bohrung mit den Kolben und die sind von Hause aus enger. Warum? Weil wir uns das halt noch auf unser Spiel machen müssen. Wenn das Spiel schon zu groß wäre, wir können da nicht auf den Ring draufschweißen. Deswegen ist das zu klein. Je nach Einsatzzweck, ob man dann Nitro fährt, Track Day oder Straße oder was auch immer, soll man das Spiel anders einstellen. Für uns ist das jetzt ein Motor, der auf der Straße ist, vielleicht auch ein bisschen auf der Nordschleife fährt und nach den Erfahrungen stellen wir das Spiel jetzt gleich ein. Das ist auch wichtig zu verstehen, dass man das auf jeden Fall machen muss. Das ist ganz wichtig. Viele rufen dann an, ja, wie mache ich das denn? Oder wie viel soll ich das einstellen?
steht zwar alles da, aber dafür machen wir jetzt das Video, um uns das zu erklären. Wenn wir es nicht machen würden, dann wäre das Spiel zu klein. Und dann würde der Kolbenring irgendwann mit dem Ende zusammenstoßen und dann würde die Bohrung zu schnell verschleißen, der Ring würde verschleißen und das Ganze würde einfach, ja nicht explodieren, aber die Ringe würden brechen. Im Prinzip würde der Motor kaputt gehen. So, jetzt nehme ich mal die Fühlerlehren. Ich habe hier Fühlerlehren für den ersten und für den zweiten Kompressionsring. Die habe ich mir schon hier so hingelegt und hinsortiert. Ich mache immer, da habe ich auch mal meinen Zettel hier liegen, den ersten Ring auf 0,37. Ja, das ist auch immer so ein bisschen plus minus 0, man wird es nicht genau hinbekommen. Den zweiten Ring mache ich auf 0,28. Der wird nämlich thermisch nicht so hoch belastet, deswegen braucht er nicht so ein großes Spiel. Es ist auch manchmal, gibt es leider den Fall, dass der zweite Ring schon größer ist als 0,28. Ich habe schon Ringe gehabt, die waren 0,40. Da kann man sich nichts machen. Wir entgraten die einfach und bauen die ein, fertig. Am wichtigsten ist der erste Ring. So, das heißt, wir gehen da hin mit unserer Fühlerlehre, nehmen einen kleinen Wert. Wir müssen auf 0,37 kommen. Da probiere ich jetzt mal 0,27, ob der passt. Und der geht nur bis zur Hälfte rein. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt, ist halt zu klein. Ich meine, ich habe das ja auch schon gesehen, ich habe ja schon Erfahrung damit. Ist zu klein, müssen wir schleifen. Zack. Dann nehmen wir den wieder raus. Auch bitte wieder vorsichtig. So, dass der mit dem Enden rausgeht, dass wir mit den scharfen Kanten nichts beschädigen. Ja, dann nehmen wir unsere geile Kolbenringfeile. Und das ist im Prinzip eine drehende Scheibe. Ja. Das Werkzeug bieten wir zum Kauf an, aber auch zum Leihen. Wenn ihr euch das also ausleihen wollt, könnt ihr das also auch tun. Und jetzt hat er hier so zwei Stützstellen. Man könnte den Kolbenring da drauf so dagegen drücken und dann beide Seiten bearbeiten. Finde ich aber negativ, habe ich herausgestellt. Das Ergebnis ist nicht so gut, als wenn ich nur eine Seite mache. Im Prinzip drücke ich also nur die eine Seite dagegen. So, dass die eine Seite da drückt. Guck mal, siehst du das? Die Seite werden wir nicht bearbeiten. Das Problem bei der Bearbeitung ist, dass man es ja falsch bearbeiten könnte. Wir wollen den Spalt ja gleichmäßig haben und nicht schräg und irgend so eine Kraterlandschaft drauf. Und deswegen bearbeite ich nur die eine und lasse die andere so, wie sie ist. So, im Prinzip, jetzt drehe ich mal ein bisschen hier. So. Muss man auch gucken, dass man das gerade tut. Dass er also flach aufliegt und nicht schräg. So. Je nach Druck und wie oft man das macht, nimmt man natürlich mehr weg. So, jetzt puste ich das ab. Jetzt müssen wir hier rüber an die Werkbank wieder. Ganz wichtig, hier habe ich hier ein bisschen Bremsereiniger drin. Ihr könnt auch einen Lappen nehmen. Ich mache das jetzt sauber. Ein bisschen mehr Bremsereiniger rein. Ich mache den jetzt sauber, weil ich will den Dreck ja nicht im Zylinder haben, wenn ich den jetzt da reinlege. Zuerst zusätzlich auch einfach gegen das Licht halten. Ich halte das gegen das Licht. Das wirst du so nicht sehen. Und gucke, wie die Flächen zueinander liegen. Wie der Spalt da ist. Ja? Weil wir wollen das ja flach haben. Wir wollen das ja, dass es ja so aufliegt, dass der Spalt hier, also hier und hier und hier, dass der Abstand gleich ist. Es kann passieren, dass wenn man den falsch bearbeitet, dass er dann so aussieht. Ne? Zum Beispiel. Das ist natürlich Käse, weil er sich dann ja hier berühren würde. Oder wenn man halt, ich bearbeite ja nur eine Seite, das ist die Seite lassen wir unangetastet. Ist mir schon mal passiert, dann habe ich ihn bearbeitet, dann war der dann so. Ja. Das merkt man auch mit der Fühlerlehre, wenn man da gleich reingeht. Die Fühlerlehre muss ja von vorne bis hinten komplett durchgehen. So, mal Plätze tauschen. So, Papa geht mal hier rüber. Und jetzt wieder das gleiche Spielchen. Vorsichtig reinlegen. So. Zack. Und siehe da, es ist auf jeden Fall schon weiter geworden. Wir hatten eben 0,27. Probieren wir den jetzt nochmal. So, und der geht jetzt durch. Ne? Der geht jetzt schön saugend da rein. Jetzt probieren wir die nächste Größe. 0,30. Der passt auch. Und dann müsst ihr euch halt ein bisschen dran tasten. Ne? 0,30. Der geht wieder spack, so wie eben. Ne? Also wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, die gleiche Bearbeitung nochmal, müsste ich eigentlich da sein. Macht euch keine Sorgen, wenn es ein bisschen zu viel ist. Lieber ein Ticken zu viel als zu wenig.
ihr werdet das sowieso nicht komplett auf diesen Wert hinbekommen. Und wenn ihr wirklich zu viel wegnehmt, dann könnt ihr auch die Ringe verkaufen, auch einzeln, also auch als ganzes Kit für einen Zylinder, könnt ihr zur Not nachbestellen. So, Kolbenring 1 ist fertig. Kurz zum Kolbenring 2 nochmal, haben wir ja vorhin schon gesagt, anderes Material. Wenn ihr den bearbeitet oder überhaupt bearbeiten müsst, das ist ja dann die Frage, ihr müsst aufpassen, weil wenn ihr den schleift, da geht wesentlich schneller Material weg. Also da auf jeden Fall aufpassen. Ne? Jetzt zeige ich euch noch eine wichtige Sache und das mit dem Entgraten. Ich nehme da ein Ölsteinchen dafür, das ist so ein spezieller Stein, womit man auch Messer schärft, und entgrate den. Das ist wichtig, wir müssen den an allen Seiten entgraten, ja, damit wir uns keine Riefen ziehen. Alle Seiten werden dann kurz geschliffen, wie die Freundin ihre Fingernägel macht. Einfach oder so umdrehen, dann diese Seite noch. Alles schön so ein bisschen entgraten, die Kanten brechen. Ich gucke mir das nachher noch mal unterm, hier nicht Mikroskop an, sondern unterm Vergrößerungsglas, ob das dann richtig ist, ob das auch gut aussieht. Weil das alles so klein ist, hier nochmal unseren geilen Stapelring. Im Prinzip die Kanten, die ihr hier habt, so die Seite weg, dann von der Seite so weg, alle Kanten kurz abschleifen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, kann es passieren, dass, weil die Kante hier so scharf ist, dass ihr euch damit halt Riefen in den Zylinder zieht, direkt beim Einbau schon, und die gehen halt nicht mehr weg. Die Riefen bleiben dann für immer. Und Riefen wollen wir nicht, weil sonst ist der Hohlschliff weg und so weiter und so fort. Wir wollen ja keine Kratzer im Lack haben. Im Prinzip war es das schon. Wir können nur noch zeigen, im Anschluss jetzt, wie wir die Kolbenringe montieren und was ihr dabei zu beachten habt. Dann müssen wir das Werkzeug rausnehmen. Hier habe ich einen Kolben vorbereitet. So, ich mache das einfach nur leicht fest, dass der Kolben drauf ist. Was ihr beachten müsst, deswegen muss man die Ringe auch entgraten. Ihr könnt den Ring hinnehmen und jetzt die Enden da reinstecken. Und dann spürt ihr, wenn ihr den hin und her bewegt, ob der überhaupt sich da gut drin gut bewegt oder ob der da irgendwie so hakt. Der hakt jetzt sogar noch ein bisschen, weil ich den noch nicht so richtig entgratet habe. Das wäre aber auch wichtig zu kontrollieren, weil wenn wir den Ring ja montieren, soll der sich ja drauf drehen können. Ne? Wenn er irgendwo hängen bleibt, ist ja auch wieder Käse. Ich gehe immer hin, drücke den hier auseinander, damit ich den Kolben nicht verkratze. Und dann zack. Drin ist er. Und dann nochmal gucken, ob der sich schön dreht. Nehmt ruhig mal einen alten Kolbenring von einem alten Kolben und brecht die kaputt. Ja, dann merkt ihr auch, was für ein Material das ist. Und dann wisst ihr vielleicht eher auch, wo die Grenzen sind vom Material. Der erste ist nämlich wesentlich schwieriger. Zack. Gibt auch Werkzeuge dafür, aber ich finde es von Hand immer am besten, hat man am besten Gefühl. Und dann müsst ihr die Ringe eigentlich nur noch wie so ein Mercedes-Stern. Die Stoßkanten sollen nicht übereinander liegen. Den da, den ersten da und Ölabstreifer da und fertig. Kolbenmontage. Wenn wir den Kolben jetzt montieren wollen, dafür benutze ich auch kein Spannband mehr, sondern da habe ich ja meine. Ey, wo ist mein Ding hier? Einer hat das geklaut. 82,50. Oder habe ich das woanders hingelegt? 81,50. 84. Fix, da ist er. Hier kannst du mal ein Bild von machen. So sieht das dann bei mir aus, wenn ich die Teile vorbereite. Dann kommen die in eine Schublade und dann ist die Schublade zu. Dann kommt da kein Dreck drauf und dann kann auch keiner Schindluder damit machen. Ich nehme Teflonbüchse dafür. Das ist wesentlich besser als ein Spannband, weil das Problem ist ja, wir wollen ja den Kolben dann in die Bohrung bekommen und müssen die Kolbenringe ja vorspannen. Das heißt, hier, das ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Trichter. Teflon beschichtet innen drin. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, den muss man halt für jede Bohrung separat eine Größe kaufen. Man kann, das ist jetzt 83, wenn du 83,5 hast, musst du 83,5 kaufen. Das ist der einzige Nachteil. Gut, montieren wir den mal eben. Das zeigen wir noch mal kurz. So, dann brauche ich noch ein bisschen Olio. Dann machen wir das hier über dem Schälchen. Ich mache jetzt Öl auf die Büchse. Also hier gilt das Motto, wer gut schmiert, der gut fährt. Je mehr Öl, umso besser. Erstmal die Büchse. Hier unten, das ist auch sauber. Das ist die Auflagefläche, das ist wichtig.
Dann viel Öl auf den Kolben, die Kolbenringe. Es kann jetzt auch ein bisschen tropfen hier. Dann verteile ich das immer so ein bisschen noch. So, wenn wir schon mal dabei sind, Lager auch direkt schmieren. Und jetzt kommt die Büchse. Zack. Gucken, dass man das richtig, die richtige Seite reintut. Jetzt muss man aufpassen, dass man die Kolbenringe nicht, dass sie sich verkantet. Das muss mit Gefühl gehen. Und sorgen. Zack. Und jetzt sind die vorgespannt. Wir sind ja hier am Kolbenhemd. Kolbenringe gucken nicht raus. Und jetzt rein damit. Zylinder haben wir schon geölt. Kurbel drehen wir mal ein bisschen nach unten. Gut. Und jetzt natürlich aufpassen. Dafür habe ich ja das mit dem Kolben gemacht. Markierung zur Steuerseite 1 da. Nochmal kurze Gegenkontrolle. Nase ist hier. Das heißt, Nase guckt zum Einlasskanal. Ist auch richtig. So rum kommt der ganze Apparat hier rein. Also aufpassen unten mit der Ölspritzdüse und mit der Kurbelwelle. Das Pleuel kann sich halt irgendwo da gegenstoßen. Dann geht es nicht weiter. Jetzt drücke ich die Büchse erstmal, dass die Büchse muss aufliegen. Das heißt, da darf kein Spalt sein zwischen Block und der Büchse. Das ist ja beim Spannband auch der Fall. Sonst würde der Kolbenring sich da rausdrücken und würde kaputt gehen. Und dann einfach mit Gefühl, zack, drin ist er. Im Prinzip war es das schon. Jetzt nochmal ganz kurz als Fazit zum Zusammenfassen. Ringspiel messen und einstellen. Hier, das Spiel, nicht vergessen. Nicht zu groß und nicht zu klein. Schauen, dass die Kolbenringe sich auf den Kolben richtig rum befinden. Wo ist oben, wo ist unten. Schauen, dass sie sich richtig drehen. Mercedes-Stern-Ausrichtung. Und dann mit viel Öl einbauen. Fertig.